Willkommen zurück zu Super Mario Maker 3DS! Ne Freunde, willkommen zurück zu Mario Maker 3DS! Wir machen weiter mit Super Mario Herausforderung in Welt 17, genauer gesagt Welt 17.6. Und jetzt müssen wir 5 Superpilze sammeln und erreichen das Ziel! Oh Gott. Okay, weißt du, du kommst hier rein und denkst dir so, ja. Krass. Wie heftig ist das denn? Oh Gott. Komm her! Ja! 5 Stück, ja? Okay. Diese Laufbänder, Leute, diese Laufbänder. Kann man mich bitte schnell umbringen? Oh Gott. Dankeschön. Das war der Suizid, den ich haben wollte. Vieles Dank, Bruder. Vieles Dank. Wow. Krass. Egal, jetzt bin ich ja so ein bisschen in the building und wir können uns sogar die Feuerblume holen. Wie geil ist das denn? Aber die Wiggler hier, Mann. Und dann hier, oh Gott. Da achtest du doch gar nicht drauf. Okay, wunderbar. So, jetzt einfach durchrennen, weil da ist ja der Nächste und... Ja! Okay. Ach du Kacke, da oben. Ja! Ja! Diese Stacheln, diese Pickelkäfer, oh mein Gott. Legias! Oh mein Gott, wir haben es geschafft! Was geht hier eigentlich ab nun? Oh mein Gott! Ding, ding! Heftig. Schnelles, heftiges Level, muss ich sagen. Was ist die nächste Challenge? Besiege alle Gegner, oder was? Oder was? Sammle alle 100 Münzen ein. Oh, ich weiß ja nicht. Soll ich das machen? Ich meine, es ist sowieso schon hart genug, überhaupt Leben durchzukommen. Aber Legias juckt nicht. Ohne Witz. Ich denke, da man... Oh. Was? Was war das denn? Oh Gott. Das ist hammerhart, Alter. Das ist hammerhart. Besonders... Nach jeder Münze kommt ja schon gefühlt ein Gegner an und will dich klatschen. Das ist gar nicht mal so leicht. Komme ich denn da am besten ran? Okay, so. Sehr schön. Zack. Ich meine, ich muss mich ja jetzt nicht darauf bemühen und darauf konzentrieren. Gott. Die ganzen Pilze einzusammeln, das ist schon mal ganz gut. Und da habe ich eigentlich auf die Taste gedrückt. Ich meine, ich bin noch nicht so behindert und springe auf den Musikblock, ohne vorher zu drücken. So, ihr kennt mich doch. Ja. Warum sollte ich das tun? Das macht keinen Sinn. Du kannst dich ja gleich umbringen. Brüdes! Na, ich... Macht ja keinen Sinn. So, ich gehe ja nicht auf den Musikblock drauf und will auf das nächste Laufband, ohne vorher die Sprungtaste gedrückt zu halten, damit ich halt höher springen kann. Oder wie seht ihr das? Bin ich so dumm? Sehr schön. Das kann was werden, Mann. Das kann was werden. Ich meine, das ist jetzt die letzte Instanz. Das muss die letzte Instanz sein. Nein! Oh Gott. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das sollte eigentlich alles gewesen sein. Das war easy. Das ist eigentlich relativ einfach, das Level. Du kommst halt hier nur rein, denkst dir so, was? Wie? Oh Gott, lauf! Lauf! Schön, okay, komm, weiter geht's. Wir rasieren alles nun! Oh mein Gott! Ja. Okay. 17.7. Erreiche das Ziel mit einem Schuh. Mit einem Schuh? Warum nicht mit zweien? Hä? Aber okay. Pilz. Danke, Geistbrudes! Danke nochmal! Danke. Wie komme ich da hoch? Ja, ich glaube, ich weiß wie. Anlocken. Anlocken und dann... Okay, cool. Ja, das war eine sogenannte Quetschung dritten Grades. So. Die Knochen sind alle zerbrochen. Glasknochen sind zerschmettert worden. So ist das. Und zack. Okay. Ich meine, du verlierst ja nicht sofort das Power-Up, ne? Du stirbst dann direkt. Wie geil ist das denn? Jetzt weiß ich nicht, ob da unten was ist. Ich gehe mal nicht davon aus. Wow! Wow! Okay, egal, man kann da zurücklaufen. Kann man das? Soll man das? Macht das Sinn? Ich glaube nicht. Jetzt hoffe ich mal, dass man hier irgendwie einen zweiten herbekommt, einen zweiten Sprungschuh. Das wäre schon ein bisschen geil. Ja, geil.
Ah, Schuh, komm ran. Bruders! Was soll da oben sein? Wahrscheinlich die nächsten Münzen oder so. Aber ich sammle die Münzen nicht ein. Ich bin ja nicht behindert, ja? Wie sehe ich denn aus? Ich mache mir das so leicht. Ich komme mit dem Schuh ins Ziel und schön ist die Welt. Und mehr interessiert mich nicht. So einfach ist die Kiste. Okay, da ist ein weiterer Schuh. Den lassen wir mal da. Ignorieren ihn, ja. Du kriegst ja überall Schuhe her. Das ist ja kein Problem. Trotzdem, was ist da oben wieder? Ach du Kacke. Ja, weißt du, was willst du denn dagegen machen? Ach du Scheiße. Lasst mich! Natürlich muss mir jetzt hier ein Schuh fehlen, ne? Klar. Okay, Neustart. Ist aber auch das Ende ist gar nicht mal so leicht. Ich habe das Gefühl, du musst mit der Wolke zum Ziel, weil du wirst ja sowieso getroffen von den Buhus. Wir probieren das mal aus. Wir versuchen, die Wolke zu kriegen. Komm ran jetzt, ich habe nicht so viel Zeit. Wir müssen die 17. Welt schaffen, Mann. Ja. Das Let's Play muss auch dementsprechend dann auch begraben werden. Klare Sache, ne? So, einfach durchlaufen, ganz... Ja, okay. Bruders, was bildest du dir ein? Scheiße. Ich verliere da immer mein Power-Up, kann das sein? Habe ich eben auch schon geschafft. Hui. So schwer ist das Level eigentlich gar nicht. Das Problem wird halt nur sein, da durchzukommen, ohne überhaupt mal einen Schuh zu verlieren. Wenn das die Challenge wäre, verliere keinen einzigen Schuh, ne? Der kommt direkt mit dem Schuh zum Ziel, mit dem du auch gekommen bist, ne? Ja, hier hoch zu Mädels. Das ist natürlich, heftig Tendo. Das kann krass werden. Nein. Das Gute ist, die fallen jedes Mal sofort runter. Aha, Opfer hat es. So, abwarten. Und weitergehen. Und laufen. Das ist doch behindert. Was soll ich denn dagegen machen? So, ignoriere den. Ersten Block kommt direkt. Oh Gott. Okay, kein Ding, kein Ding, kein Ding. Ich seht ihr das? Ich kann da nichts gegen machen. Ha, ist das geil, ey. War nicht irgendwo ein Power-Up? Natürlich nicht. Okay, egal. Das ist das Problem. Jetzt kommen ja die Geister an, ne? Da kann ich nichts gegen machen. Die verfolgen mich. Was soll ich dagegen machen? Das checke ich jetzt nicht so ganz. Aber okay. Ich habe das Gefühl, ich sollte lieber mit einem... na gut, die Geheimtür, die bringt mich jetzt nicht zu einem Ziel. Glaube ich jedenfalls. Warum sollte sie? Macht ja keinen Sinn. Ich glaube, die bringt mich wieder nur in so einen Geheimraum, wo irgendwas drin ist. Und das wird auch die zweite Challenge sein. Nur habe ich darauf keinen Bock. Ich will jetzt einfach nur schnell ins Ziel. Ich habe gerade eben zwei Challenges gemacht und mehr juckt mich dann hier auch am Ende des Tages nicht, ne? Sie wissen Bescheid. Jetzt, wo ich schon mal hier bin, kann ich ja gleich die erste Münze einsammeln, jawohl. Ich habe ihn eigentlich abgetroffen, habt ihr das gesehen? Komme ich da jetzt überhaupt noch hoch? Nein! Diese verdammten Kackgeister, wie schnell die einfach sind, ne? Jetzt einfach nur durchrennen, würde ich sagen. Komm. Seht ihr das? Du kannst da nichts gegen machen, so wie ich verstehe das Schema nicht. Die folgen mir zwar, aber wie genau machen die das? Wie genau machen die das eigentlich? Ich meine, ich kann ja nicht mal an denen vorbeirennen. Die kriegen mich so oder so. Bitte. Was? Das wollte ich jetzt nicht, das wollte ich jetzt nicht. Ich habe eigentlich auf Nein geklickt, aber wenn der sagt, okay, dann ist das so, ne? Krass. Ansonsten sage ich mir Scheiß drauf, ich habe gerade eben eine Challenge gemacht, ich krieg die hier nicht hin, dann ist mir das egal. Dann gehe ich einfach... Gut, dann ist das mit der Blume halt immer so. Aber ich meine, wenn ich sie nicht annehme, dann ist mir das auch egal. Ich habe die Blume nicht angenommen. Jetzt wisst ihr auch, was ein Hilfs-Item ist, ne? Geile Sau. Ach, Kacke ist das ein
bockschwerer Mist, ey. Ich habe das Gefühl, du kannst ihn nur umbringen, wenn du, die Sprungtaste gedrückt hältst. Verstehen Sie? Ja, komm her. Giselgert! Ja, so oder so. Ich komme da nicht mehr hoch, oder? Oder! Okay, wunderbar. Das war auch ein bisschen kacke, oder? Scheiße. Ach, das ist alles kacke hier. Jüx! Wie komme ich denn da am besten jetzt hin? Ja, und bei, ne? Das war's dann wohl. Ist mir egal. Ich krieg das nicht hin. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Wobei da oben ja eine Tür ist. Ich versuche das nochmal mit den Münzen. Vielleicht. Ja, gut, aber wie komme ich denn dann. Wie komme ich denn dann. Ach, keine Ahnung. Ich meine, ich muss ja dann irgendwie wieder zur Tür zurückkommen. Das schaffe ich ja nicht, oder? Oder? Wie soll ich hier zur Tür wieder zurückkommen? Das geht doch gar nicht. Das ist die Frage, wo ist denn dann die. Naja. Hä? Ich meine, ich kann ja schlecht diese Schlüsseltür benutzen, oder? Wenn hier nach sowieso alles abgekerkert ist und ich nicht wieder zurückkomme. Sehr, sehr mysteriös, ja. Ja, kannst du wieder nichts gegen machen, ne? Ja, ich hätte es abbrechen sollen. Ich hätte es abbrechen sollen, als ich die Chance dazu hatte. Das hätte mir alles einfacher gemacht und hätte mir die Arbeit erspart. Aber jetzt, wo ich schon mal daran denke, warum denn nicht? Ich habe ja sonst nichts vor in meinem scheiß Leben hier, du Sau. Müsste höchstens wieder versuchen, über den Block da hochzukommen. Das klappt ja auch. Okay, ist wunderbar. Es muss ja irgendwo einen Weg geben. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob der untere Weg mich irgendwo hinbringt oder ob er mich verrecken lässt. Wusste es. Ja, da ist der Schuh jetzt aber leider weg, ne? Und wie komme ich jetzt, ich meine, da unten, das ist ja Blind Jump dann. Da kann ich ja nicht, hin. Die Tür muss irgendwo sein. Nur wo? Ist da unten wirklich nichts? Der sieht danach aus. Hä? Weißt du was? Ich probiere das. Ja gut, dann ist aber trotzdem hier die Frage des Tages, ne? Ich kann da nichts gegen machen. Ich kann da nichts gegen machen. Aber jetzt komme ich ja wieder zurück zum Start, ne? Oder auch nicht. Ja, und da kann ich auch nicht mehr rüberkommen, weil ich hätte dafür jetzt einen Schuh gebraucht. Aber ich habe keinen Schuh, falls ihr es nicht mitbekommen habt, ne? So ist das. Wenn das jetzt das Ziel war, dann ist mir das recht. Ansonsten, ich habe euch was gezeigt und wir können weitermachen. Ist mir jetzt eigentlich egal. Komm, scheiß drauf. Ich würde es hinbekommen, würde ich da irgendwie in die Mitte reinkommen. Ja. Ich will es schaffen, Mann. So schwer ist das nicht. Ich muss die Geister nur kaputt machen. Ich muss vorher die die Wolke kriegen, bevor die auf mich zukommen. Ich kann die auch irgendwie selber abmitzeln, indem ich immer nur mit dem Schuh auf sie drauf und auf sie drauf gehe. Das kann man hinbekommen, jawohl. Nur ist die Frage, warum ist dann da am Start noch eine Schlüsseltür? Das ist dann auch wieder komisch. Ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt noch die roten Münzen ansammle. Ich habe sie gerade eben eingesammelt. Ich brauche eigentlich gar nicht, diesen Stress zu schieben. Ich kann doch eigentlich auch bestimmt von hier aus dahin kommen, oder? Ich hätte es abbrechen sollen, als ich die Chance dazu hatte. Ich hätte es nicht machen sollen.
Jetzt ist alles wieder am Arsch. Ich versuche wieder alles zu schaffen und so. Und dann fuckt mich das ab. Wie letztens in der, glaube ich, in der 14. Welt oder so. Kann das sein? Irgendwie so. Ich scheiße auf die roten Münzen. Ich versuche einfach nur ins Ziel zu kommen mit dem Schuh. Mehr ist mir hier nicht wichtig. Warum ist dir das so wichtig? Weil mein Ruf kaputt geht. Nicht deiner. Fräulein. Aber ganz ehrlich, es ist voll irreführend. Es ist doch voll irreführend, dass man hier, dass da unten auch Geister und so langlaufen. Da denkst du echt, du kannst da ran. Kannst du aber nicht. So, Geister, kommt ran. Nutzen. Ja, komm, nutzen. Nutzi. Yes. Okay, sehr schön. Komische Scheiße. Okay. Hätten wir wenigstens das geschafft. Nach 10 Jahren. Tut mir leid. Aber so ist das nun mal. So, was ist das zweite Ziel jetzt? Zwei Schlüsseltüren, ja, das war mir schon fast klar. Aber du kannst mich mal. Finale von Welt 17, jawohl. Erreiche das Ziel ohne Schaden zu nehmen. Ach du Kacke, das kann wieder heiter werden hier, ja. Gucken wir mal. Könnte die Super Mario Bros. U sein. Wunderbar. Gut, aber Schaden meint, ich darf Yoshi mitnehmen, ne? Sieht danach aus. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich weiß, wie ich das hier am besten schaffe. So, auf keinen Fall. Ich wollte eigentlich die Zunge rausstrecken, aber wenn das dann hier nicht geht, in dem Kabuffke, dann tut mir das leid. Ich habe, glaube ich, ich müsste die Taste dafür gedrückt haben. Bin ich mir sehr sicher. Oder auch nicht, weil B und A gleichzeitig die Sprungtasten sind. Geil ist das denn. Ja, hätte ich den machen müssen. So, dann mach mal hier den Drecksack kaputt. Ich nehme die Flamme mal mit, ne? Könnte man immer ganz gut gebrauchen. Yoshi! Brudes! Sehr schön. Dann geht das hier auch alles in den Arsch. Das ist auch ganz gut dann, ja. Du musst halt immer mit Feuer arbeiten. Das ist voll krass. Was ist da oben? Yoshi. Ah, ich muss... Ah, okay. Ah, ach so, okay. Ja, komm ran, Brudes. Dann komm ran nun. Okay, das ist doch eigentlich... Gott, komm ran, bitte. Wie mache ich das denn jetzt? Dubios, wisst ihr was ich sage? Ich pack mal zwei Yoshis dahin, dann habe ich direkt Arbeit gespart. Oh Gott. Gespart. Oh! Zack. Unendlich Yoshis generieren. Oh mein Gott. Ah, ich, warte mal kurz. Ich glaube, ich weiß, was abgeht. Also bye. Jetzt geht die Luzi ab. Wunderbär. Oh ja. Und jetzt sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus, ne? Sind wir hier oben? Können hier durch. Ich dachte erstmal, ich muss da die Kreissägen benutzen, um, keine Ahnung. Ich muss die Kreissägen benutzen, damit ich da, da an der Plattform vorbeikommen kann. Aber so ist das. Oh Gott! Geflügelte. Leck mich. Yoshi! Komm ran! Brudes! Hammerhart. Wie mache ich... Ah! So ist am besten. Nein. Komm schon. Yoshi. Bitte. Mach keinen Scheiß. Mit mir. Komm jetzt auch mal her. Ich will die erstmal besiegen. Ich will sie erstmal besiegen, bevor ich jetzt irgendwas anderes mache. Komm ran. Komm hoch. Komm doch hoch.
Er will auch nicht, ne? Oder sie wollen auch nicht, ne? Jetzt will er mal. Komm schon. Oh Gott, ey. Ohne Witz, das ist so eine harte Challenge. Komm doch bitte hier hoch. Ich bitte dich. Kann ich dich auch so irgendwie treffen? Ja! Moin! Sau! Der Münzenraum, Brüdes! Gönnerisierung, ade nun! Stern, ja! Ja! Was mache ich denn da? Ach, weißt du, so ein Scheiß. Jetzt ist wieder alles kaputt. Jetzt ist wieder alles kaputt. Jetzt habe ich mir wieder alles kaputt gemacht hier. Juckt nicht! Geschafft, Alter! Ding, 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 ding! Erreiche das Ziel mit dem Superstern. Hundertprozentig, ich sage euch das. Es wird da gleich so stehen. Oder? Ohne Schaden. Ich habe keinen Schaden genommen. Das ist für mich, also ganz ehrlich, ich habe keinen Schaden genommen. Nur wenn Yoshi verloren geht, ist das für mich kein Schaden. Akzeptiere ich so. Okay, dann bin ich weg. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.